Ja, endlich mal wieder Star Awards. Hey, letzten Monat Pink One, richtig geil. Ich meine, jemand, der seit Anfang an bei uns dabei ist, jeder kennt ihn. Eine Person, wo du bei jedem Run das Gefühl hast, hey, das ist ein ganz neuer Style. Also, One Man Army war das leichteste Video überhaupt. Ich glaube, das diesen Monat wird ein bisschen schwieriger. Fangen wir mal an. Okay, ready? Ja. Schick, schack, schnuck. Ah, okay. Ja, okay. Und los. Wie retro er vor? Wie retro? Warum? Retro ist 2010, ne? Das war ja viel zu weit vor 2010. Du bist zu retro für retro. Ich bin zu retro für retro. Ich weiß es noch nicht genau. Das war zu einfach, das ist langweilig. Der Mann. Warum willst du eigentlich hier ins Wasser springen? Ist das überhaupt ein Story Award? Wir gewinnen nicht nur die jetzigen, sondern auch die ehemaligen Story Awards. Ja, dann leg los. Das ist die Idee. Aber ich teste jetzt nur an, ne? Ja, ja. Ah, der war vielleicht ein bisschen kurz. Ja. Aber dafür, dass ich, keine Ahnung, 20% gegeben habe, bin ich recht weit gekommen. Dann macht der Peter das jetzt gleich nochmal. Modifizierst du dann im Spot? Wie, wo? Im Parcours passen wir uns an und nicht die Umgebung an uns. Sieht aber nicht so aus. Schnauze. Ja. Hör auf zu filmen! Okay, ist das noch Land? Das ist mir viel zu nass, das zählt nicht als Landung. Aber mit Schuhen macht er. Ja, okay, nice. Sonst zu viel Impact. Der Hannes sneakt sich kurz rein für einen Jump. Solide genommen, schöne Airform, easy. So. Jetzt könnte es wirklich passieren. Ich habe schon 12 Minuten Take. Ja! Ja! Na also! Easy! Woo. Peinlicher Check. Was möchtest du zu diesem Sprung sagen? Also, ich habe mir den Sprung angeschaut, als wir den Spot gescoutet haben. Und da fand ich die Idee cool. Und jetzt geht der Anlauf nach unten. Der Absprung ist rutschig. Die Landung ist schräg und hat keine klare Kante. Und der Absprung verschwimmt, weil es hier auch keine klare Kante gibt. Also, alles richtig besch. Ja, ich würde sagen, deswegen macht der Matthias den jetzt. Also, das ist ganz komisch. Der Matthias hat sich jetzt wirklich bereit erklärt, ihn zu machen. Ich dachte ja nicht, dass das funktioniert. Eigentlich wollte ich ja nur irgendwie aus dem Sprung rauskommen. Ich glaube, das ist nicht witzig, wenn du das sagst. Es muss einfach kommen nach dem anderen Clip. Okay. Oder du schneidest das jetzt rein. Okay. Ja! Da snackt er das Ding weg! Ich glaube, ich raste aus! Ja. Der Junge ist fertig! Ja, geil, Mann! Der Sprung zurück drauf, der war eine Katastrophe. Klar habe ich den drauf. Das wird das Vorschaubild, wie man so schön sagt im YouTube-Deutsch. Was hat er zurückgemacht? Ich bin einfach schief, keine Ahnung, schlecht gelandet. Nice, wie viel Prozent waren es? Wie viel hast du gegeben? Es geht! Ich bin ja nicht so schnell angelaufen, weil ich nicht wegrutschen wollte. So, ist ja alles schön und gut, aber war heftig und der geht halt schöner. Geh mal wieder da rein. Ja, dann scheiße. Hey, du machst es denn? Anlauf geht schön nach unten. Hier sieht man das jetzt erstmal, wie weit das eigentlich runter geht. Aber der Matthias zieht trotzdem nochmal durch. Oh mein Gott! Oh, sehr schön die Füße, aber dann waren die Hände kurz am Stein. Lass mal das zählen. Nein! Oh, da ist er! Nein! Ah, so kurz davor, der Junge! Zurückgedroppt? Ja! Oh. Endlich! Der erste echte Splash! Schuh war nur oberflächlich, lass der Matthias, probier es gleich nochmal. Ja! Ja! Nein! Nein! So knapp! Oh, ich dachte, der ist es! Ja! Oh. Okay. So, wir checken jetzt den Spot unter der Brücke hier aus.
halt kann man so, da super rüber dreckig handeln? Hier oben. Man sieht dreckig? Nicht, man sieht nicht, wo man reingreift. Okay. Halt im Moos und so. Also möchtest du lieber als Erster oder lieber nicht? Nicht so schwer. Er glaubt, das ist nicht so schwer. Und danach kann man, hier ist noch ein Querbalken, dann kann man hier hinspringen und den Durchbruch da machen. Ja, okay. Let's go. Quasi Pep. Ja. Das wäre geil. Ein bisschen üben, ne? Quatsch, mach einfach. Was? Aber ich komme ja. Natürlich muss man das üben. Mach einfach, passt schon. Passt schon. Ich übe. Oh. Knappe Kiste. Das war ziemlich knapp. Also für den Antester war das eine knappe Kiste, würde ich sagen. Oh, shit. Oh, da wurde kurz nachgegriffen. Oh, direkt rüber. Schön schneiden, ne? Ja, ja. Oh, da ist er schon fast dran. Okay, wow, richtig gut. Gib mir noch einen. Boah, sick. Aber nicht gestickt. Nochmal, stick. Ja, nice. Nochmal auf den Stick. Boah, krass, Max. Der Peter geht jetzt professionell hier über die glitschigen Steine dahin, ganz ohne reinzufallen. Ich kämpfe mich währenddessen auch auf die Kameraposition. Oh shit. Wow. Ja, stimmt, geht echt. Jetzt. Okay. Die erste Challenge war hier am dicken Träger. Aber da kann man reinspringen, dann wird es eigentlich ziemlich einfach. Deswegen haben wir uns gedacht. Weiß nicht, ob man das gut sieht. Da gibt es immer zwischen diese kleinen Träger. Ja. Aber recht weit vorne. Das heißt, von hier ist eher so eine Art Durchbruch. Ich sehe ja noch nicht, wie es passiert. Das ist eigentlich auch nicht ein Move, den ich gut kann. Die Höhe passt mir auch nicht. Und der Absprung ist rutschig und nach unten. Deswegen würde ich sagen, machen wir es jetzt einfach einmal. Ohne Prep, let's go. Alles klar, Max. Boah! So knapp. Fast. Okay. Okay. Weil ich vergessen habe zu zählen, vergessen wir das einfach auch alle. Alles klar. Und ich mache jetzt mit zwei trockenen Schuhen das Ganze nochmal. 3, 2, 1. Oh, geschinnt? Oh, fuck. Natürlich mit nassen Schuh abgerutscht. Ach du Scheiße, wie schlimm? Nicht so schlimm. Okay, sieht man Blut? Nee. Doch. Echt? Okay, ich würde zu dir kommen, aber... Ich weiß gar nicht warum, aber der nasse Schuh ist irgendwie abgerutscht. Okay. Zeig mal das Blut. Ich weiß nicht, ob ich am Schnitt anlaufen sollte, habe ich jetzt gleich nasse Schuhe dafür. Boah. Muss aber schon sticken jetzt. Ja. Yes. Yes! Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich den Splash noch besser gefunden, aber das ist auch okay. Danke. Wäre es da nicht nass, wäre gar nicht so schlimm, oder? Ja, die Landung ist falsch. Weil eigentlich musst du auf der Kante landen. Okay, was macht Hannes? Weit springen. Alles klar. Anschauen, ob er weit springen möchte. Das ist halt auch eine Nacktschnecke, ne? Ist nicht mit deinem Veganismus vereinbar? Ja. Ich habe auch keine Lust, die wegzumachen. Und er peilt die Kante da an? Das Gras ist ultra nass. Wenn du da drauf landest, rutscht du direkt weg. Okay. Bist du schon mal weggerutscht? Ne, ich bin da schon durchgelaufen. Und du peilst schon diese Brettkante da an, ne? Die Nacktschnecke, okay. Ah. Yes! Aber war schon ein Erfolg, oder? Geht. Ah. Nicht geslippt, Nacktschnecke noch am Leben. Oh, ich mach so eine Dramatic Camera Fahrt. Boah! Und du rutschst selber fast rein. Würdet ihr den Standing machen? Schreibt's gern mal in die Kommentare. Stark! Der kommt.
Alter, mach ein Besser. Oh, Junge. Einfach, einfach nicht mehr anlaufen. Ja, dann haben wir alles, oder Matthias? Ja, lass mal zu dem schönen Spot her. Den ganzen so, jetzt kommt der schwierige Part, ne? Oh Gott. Ja, nice. Nice. Gut, Max. Oh, ist das schön. Oh, es ist ultra rutschig. Oh, man kann stehen. Okay, warte, hier ist ein Stand. Kommt hier rüber. Okay, nice. Hier ist ein Stand. Aha. Oh, es ist ultra. Oh. Rutschig. Wow. Räuberleiter? Ja, wer nimmt die GoPro? Du? Okay. Okay, du bist infiziert, ne? Ich bin safe, hoffe ich. Ah. Ah, ich komm nicht hoch. Okay. Oh ja, ich hab's. Ja. Hältst du mich? Ja. Okay. Ah, es ist ultra rutschig und ultra heiß. Oh fuck, das ist ultra heiß. Oh, ich muss wieder rein. Ah, oh, fuck, ey. Sehr erfolgreich, bitte. Uh-huh. Es ist so heiß. Ja, ich glaub's. Also, ich kann dir meine Schuhe geben. Ich selber halten kann, irgendwie. Also, ich glaube nur, ich komme nicht alleine hoch. Mehr nass machen? Viel mehr nass machen, hätte ich gesagt. Wenn schon, denn schon. Die einzige Rettung ist Schatten oder Wasser. Es ist immer noch heiß. Manchmal einfach so, oder? Okay, warte. Ja, ich hab. Gut. Oh, hier ist kein Pferd! Nein! Hier ist kein Pferd! Oh, ist heiß! Ich weiß! Siehst du, wer mich feucht? Kletter hoch! Okay. Oh, scheiße! Ja, oben, ja. Oh! Oh, das war scheiße! Jetzt geh hoch! Oh! Oh! Jetzt geh hoch, geh hoch! Wow, wow, wow! Wow! Peter! Du hast Max eingeklemmt. Max? Ja? Oh, fuck. Das war unangenehm. Wie schlimm ist es? Ist okay, ich hab mich nicht verarscht. Ist es safe, dass ich hochgehe oder passiert es noch? Jetzt kannst du hoch, der Peter hockt da. Wurdest du eingeklemmt? Ja. Vielleicht. Bist du dauerhaft verletzt? Nein. Vielleicht war es nicht gut, gleich hochzugehen. Ja. Rückblickend. War das nicht klug? Oh Gott. Jetzt schmeiß ich dich dann runter. Ja, und ich mach Gegengewicht. Hast du außen rumgeklettert oder wie? Ja. Ich versteh's nicht ganz. Genau, und jetzt hier hinter. Hier unten siehst du so Stahlbalken im Wasser. Oh, ja. Das heißt, wenn du runterdroppen... Aber ich würde vorne runterdroppen, oder? Ja, genau. Also hier sieht's frei aus. Da kann man es nicht so gut sehen. Hier sieht's halbwegs frei aus. Vorhin war es mein Rücken, also. Das Geile daran ist doch, dass der Pendel. Ich hätte doch echt gefreut, wenn sie da reingefallen wäre. Ja. So, und jetzt knipp einfach rein, oder? Ja, klar. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Ich ruhe hier schon mal. Okay. Okay, go. Moment. Ja. Boah, ich stehe, ne? Das ist nicht. Ich weniger tief als gedacht. Wow. Oh shit, der Dreck. Ich glaub. Abgehoben als Echt?
Okay, ich sehe halt jetzt nichts mehr. Von oben sieht man es schön. Boah! Ja, gut. Auf den Boden gekommen. Aber nur so ganz sanft vom Hintern. Ich habe einfach ein Brett gemacht unter Wasser. Oh, schau mal, wie das wippt. Oh. Junge. Geil. Wow. Ja, mich hat es auch richtig hochgezogen, als du abgesprungen bist, aber habe ich dagegen gedrückt. Ja, ja. Okay, das habe ich nicht, aber ey, was ist das für eine geile Wippe? Ey, super geil. Beste Wippe. Die Wippe mit drauf? Ja, ich habe alles drauf gemacht. Oh, stimmt. Sorry. Aber ist schon erfrischend. Ja, wie fühlst du dich? Gut, gut. Wer von uns macht das überhaupt? Den Running Free. Also ich hab Bock. Anne, oder? Du hast gerade gesagt, ja klar, als ich gefragt habe, machen wir das jetzt. Ja, ich hab da halt Bock drauf. Nicht, dass da irgendein Druck entsteht, oder? Guck mal, hier sind Röhren. Da wird schon irgendwas rein oder rausgepumpt. Egal, hier hin und dann kommen wir weiter auf. So, hier ist unser letzter Prep. Der Absprung ist quasi gleich. Und dann muss man hier, müsste man auf einer Kante landen. Das heißt, wenn man hier drauf kommt, dann hat man es auf jeden Fall geschafft. Okay. 3, 3, 3. Easy. Yes. Und war einfach, oder? Und wie kommst du jetzt zurück? Okay, läuft. 1, 2, 3. Jo! Oh. Na also! Geil! Oh, das tut weh, das Adrenalin. Ja, Mann! Ja, nice! Oh, fast gestickt. Wow. Oh. Oh. Fühlt sich gut an, oder? Das fühlt sich so gut an. So, ganz spontan. Pinky Pink One aufgetaucht. Kein Warm-up. Kein Antester One-Banger hat er jetzt versprochen, nachdem ihn gerade alle gemacht haben. Oh, zurückgebounced. Was? Man ja. Ist das ein toter Fisch. In dem Wasser, in dem wir die ganze Zeit sind. Sieht aus wie ein toter Fisch. Was wolltest du nochmal für einen Außerdem, Sprung machen, Peter? Was heißt denn wir? Ich war noch nicht in diesem Wasser. Ja? Okay. Und ich hab's auch nicht vor. Okay. Also, 10 Jahre Artistik für diesen Moment. Okay. Ja, was warst du mit? Er hätte ihn ablegen können, aber. Wuhu. Vielleicht gibt es Fischexperten in der Crab Army. Die schreiben es in die Kommentare. Backflip, backflip. Bitte kein toter Fisch mehr. Aber ist schon erfrischend. Ja, wie fühlst du dich? Gut, gut. Oder? Peter zieht den und dann mache ich. Wow! Yeah! Yeah! Toter Fisch! Oh ja! Nice!
Oh ja! Yes! So, den Sprung haben wir jetzt schon in unterschiedlichen Variationen. Was noch fehlt, ist der Stick. Hannes hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, dass er den Stick auch noch macht. Schauen wir mal, wie erfolgreich er dabei ist. Oder ob es doch einen splashigen Abschluss gibt. Ah, leider wieder drüber. Overshootet. Muss da rauslaufen. Leider hat der Wind schön Dreck gebracht. Deswegen wird jetzt hier erst das Wasser gesäubert mit dieser professionellen Wassersäuberungsanlage, die der Hannes auf eBay Kleinanzeigen erworben hat. Fuffi, Poolreiniger. So, bisher ist noch nicht klar, ob der Aufstieg zum Water God oder der Abstieg zum Splashdiver erfolgt. Wir werden es jetzt sehen. Ja, das ist er. Locker, locker. Schön drauf, zack, fertig. Ja, das ist er. Locker, locker. Schön drauf, zack, fertig.